Ja, liebe Fußballfans, Soccer Service ist heute hier beim FC Augsburg zu Gast, bei der zweiten Mannschaft. Wochenende, Auftakt in der Regionalliga Bayern, und wir haben heute die Gelegenheit, mit dem Chefcoach Dieter Mörkli zu sprechen. Herr Mörkli, eine kurze Vorbereitungszeit ist vorbei. Auftakt in der neuen Regionalliga Bayern. Wie zufrieden ist denn der Chefcoach mit der bisherigen Verlauf der Vorbereitung? Ja, die Vorbereitung war für uns natürlich relativ kurz. Ja, nach dem Aufstieg der U23, wo der Saison oder das Saisonende sehr, sehr spät eben war. Ja. Aber ich bin mit der Vorbereitung trotzdem, dass sie so kurz war, sehr zufrieden. Die Spieler haben wirklich sehr, sehr gut mitgezogen, obwohl ich sehr, sehr viel von ihnen auch abverlangt habe. Und deswegen bin ich mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Ja. Wie zufrieden ich letztendlich bin, entscheidet sich am Samstag nach dem Spiel. Die sportliche Zielsetzung wird ja nicht nur durch den Trainer definiert. Man hat ja auch Druck vielleicht aus der Profi-Etage, weil man möchte eine wettbewerbsstarke Mannschaft haben in der Regionalliga. Welche Zielsetzung hat man denn im Verein? Ja klar, wir, für uns ist alleroberstes Ziel, diese Liga zu erhalten. Ja, wir haben eine Klasse übersprungen. Ja, das zeigt schon allein die Zielsetzung, die sich daraus ergibt, nämlich den Klassenerhalt, aber natürlich auch die Ausbildung der einzelnen Spieler. Ja, das sind eigentlich diese zwei Hauptpunkte, um die es geht. Ja, eine Vorgabe in der Form, Tabellenplatz oder wie auch immer, gibt es nicht. Ich denke, wir sind alle Sportler genug, um dieses Ziel Klassenerhalt anzustreben, auch zu verwirklichen. Die Frage ist jetzt, in der kurzen Zeit bildet sich ja meistens ein Kern raus, auf dem Sie die Mannschaft aufbauen. Welche Spieler kann man da nennen? Ja, sicherlich mal in erster Linie die Spieler, die aus dem Profikader immer wieder zu uns stoßen werden. Ein Moritz Nebel, der ja eine feste Größe schon letztes Jahr in dieser Mannschaft war, und Christian Lang als erfahrener Spieler. Und darum werden sich sicherlich immer wieder junge Spieler rekrutieren, ja, die ihr in der Vorbereitung ihre Sache gut gemacht haben und die sicherlich auch im Verlauf der Saison ihre Chance bekommen werden. Jetzt geht es ja los am Samstag. Man tritt an bei den Amateuren des FC Bayern München. Bestimmt keine leichte Aufgabe. Chefcoach Mehmet Scholl, Bastian Schweinsteiger, ist der Bruder, spielt er dort, Tobias. Dann haben wir den Aldin Lala noch von Hannover 96, auch ein erfahrener Mann, auch sehr viel talentierte Spieler, Amerikaner zu nennen. Wie bereitet sich denn Ihre Mannschaft, oder wie werden Sie die Mannschaft das Spiel am Samstag vorbereiten? Ja, sicherlich ist der FC Bayern in dieser Liga der Topfavorit schlechthin. Er ist von allen Trainern und allen meinen Trainerkollegen als der Topfavorit gehandelt. Aber wir fahren ja nicht dorthin, um das Spiel absichtlich zu verlieren. Wir wollen nach Möglichkeit dort uns sehr, sehr gut verkaufen und natürlich oberstes Ziel auch mindestens einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Wir sind eine Ausbildungsmannschaft und ich halte nichts davon, Ausbildungsmannschaft extrem defensiv spielen zu lassen. Wir werden sicherlich auch versuchen, unsere Chance nach vorne zu nutzen. Sicherlich natürlich mit dem gehörigen Respekt in diese Partie vom Namen und vom FC Bayern, aber sicherlich ohne Angst. Und wir brauchen ein großes Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen in die eigene Leistung, diszipliniertes Auftreten, und dann ist sicherlich auch möglich, dort was mitzunehmen. Herr Mörkli, ich wünsche Ihnen viel Erfolg im Namen von Soccer Service und alles Gute für die neue Saison in der Regionalliga Bayern. Ja, vielen Dank. Ja. Ja, das war das Interview mit Dieter Mörkli, Chefcoach hier bei der zweiten Mannschaft des FC Augsburg. Samstag geht's los für den FCA, für die zweite bei den Amateuren des FC Bayern München. Ich danke Ihnen.